Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Mein Name ist, wie ihr wisst, immer noch Dennis Bram. Und es freut mich auch heute, dass ihr eingezogen seid. Hiermit seid. Restores Energy. Oh, cool. Genau, mir wurde gesagt, ich soll nochmal hier meinen Rucksack mir angucken, weil es da Federn gibt und so. Das Restored Energy. Und im Marsch. Jawohl, Junge. Das ist richtig. Aber das wollte ich gar nicht. Nächster Survivalbook auch nicht. So, nein, das auch nicht. Da. Ne, das war der PDA. Ich wollte mir nochmal angucken. Food Rabbit Cage. Ne, das wollte ich auch nicht. Es gibt noch ein Fire. Und zwar ein Standing Fire. Das soll ich mir angeblich hier vormachen. Und andere, also die Kannibalen, können da angeblich nicht durchklettern. Und ich angeblich schon. Ich kann die Tür nämlich nicht echt zumachen. Das geht nicht wirklich. Da komme ich auch nicht raus. Aua. Oh, 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 oh. Ben. Okay, das war schon mal gut, gut. So, wo haben wir denn jetzt den... Da vorne haben wir noch welche. Bam. Jawohl, Junge. Aber erstmal richtig einen raus jetzt hier, oder was? Guck mal, da ist noch einer. Buyaka. Oh, man, ist noch einer. Den machen wir jetzt auch noch weg. So, wie krass das hier gerade anhört, ey. Voll die Mega-Monster-Metal-Mucke hier des Todes. Egal. Was ich mir auf jeden Fall nochmal angucken wollte, und dafür werde ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal die Flare-Gun ziehen. Ja, Moment, was ich mir noch angucken wollte außerdem ist... Na, was kann ich eigentlich noch so bauen? Also das habe ich gebaut, Storage, ja, diese Lockholder, brauche ich nicht, Basic Wall, damit kann ich quasi ein Haus selber bauen und damit könnte ich halt so, ja, selber bauen, eine Bank, okay, Traps, Happy Birthday Trap, Food, was ist das denn hier geiles, Shop in the, okay, oh, hoppala. So. Jetzt brauche ich 5 krasse Dinger noch. So, brennen wir nochmal die hier an. Fällt mir gerade ein. Um die Kannibalen abzuschrecken. Und den auch. So. Jetzt kommt und holt mich. Was auch interessant war, ist, dass angeblich beim Laden ein Teil der Bäume zurückkommen soll. Aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wenn ich ehrlich bin. Okay, wir bauen jetzt auf jeden Fall nochmal kurz die Falle. Was Spaß, die Mucke, die ich gerade die ganze Zeit gab, hat mich jetzt voll so irgendwie in den Flow gebracht, als wenn es jetzt mehr Mucke geben müsste in dem Spiel. Komm schon. Hauen weg. Ich finde es voll schade, dass meine Axt bei so weg ist, also meine gute Axt. Ja. Da habe ich wohl irgendwie... Ach, guck mal, da vorne kommen sie schon wieder. Na egal. Sollen sie mal machen. Oder sollen sie mal ruhig kommen. Ich will jetzt erstmal hier nochmal aufbauen. Ich hoffe mal, dass die Dinger einfach lange genug brennen. Ich weiß gar nicht, wie lange die brennen. So. Ah, guck mal. Direkt vor meiner Nase. Komm, bleib hier. Sei nicht so. Sei nicht so ein Schwein.
Ich frage mich jetzt, wie die auf die ganzen Effigies, die hier rumstehen, reagieren. Pass auf, um das mal auszutesten. Upp. Laufen wir mal hier hinten hin. Guck mal, jetzt gucken die sich die ja an, wa? So. Ja, guckt euch das mal ruhig alles gemütlich an. Und denkt euch dabei mal ruhig euren Teil. Und jetzt? Na, guck mal. Jetzt macht er wieder seinen Brunftschrei. Und nun? Hm. Die unterhalten sich aber echt komisch. Jetzt geht der. Rein zufällig in meine Richtung. Natürlich. In welche Richtung sollte er auch sonst gehen? Aber er ist echt nicht näher rangekommen, oder? Normalerweise laufen die immer bis hier unten. Hm. Ach, guck mal da. Komm, mach das doch nochmal an. Alter, wie viele da stehen. Ist ja mal voll der Hammer. Wie viele Eingeborene da stehen. Okay. Die rennen jetzt weg. Was machen die? Noch mal einen halben Meter weiter. Und wo ist er hin? Da rennt einer auf mich zu. Eventuell. Okay, jetzt müssen wir noch mal nachgucken. Sieht ja mal gar nicht dran. Wie viele hier auch sind. Ich kann mir doch so keiner erzählen, dass das richtig ist, oder? Diese Dinger hier bringt es ja gar nicht gerade. Komm, wir gehen die mal verfolgen. Was ist das denn hier? Kann ich auch nicht kaputt machen. Sieht aus wie so ein kleinerer Raum. Oh, ab da. Den die sich jetzt hier selbst gemacht haben, um zu leben. Ich frag mich ja ganz ehrlich. Wie zum Henker, sollen wir das Spiel bitte schaffen? Ohne diese Flare Gun. Das ist doch fucking impossible, oder? Das kann man doch jetzt sonst wer erzählen. Ach guck mal, da brennt was. Ich glaube, der Baum brennt. Nee, doch nicht. Wie soll das denn funktionieren? Und wir machen erstmal das Feuer nochmal. Guck mal, da ganz am Rand laufen sie auch nochmal rum. Ah, bumm. Zieht euch das mal rein. Wie viele hier in einer Nacht gekommen sind. In einer verkackten... Guck mal da, noch mehr.
werden immer mehr. Ich weiß, jetzt gerade hat man echt hier so ein bisschen die Übermachtposition einfach nur. Aber verarscht mich doch echt mal nicht. Wow. In einer Nacht? Wie soll man denn dagegen wirklich ankommen? Latzenmenker müsste ich denn bauen, um dagegen anzukommen? Kann ich das eigentlich hier draufstecken? Na, renn mal da oben durch den Wald. Das ist echt wieder voll der Hammer, oder? Moment, was haben wir denn noch hier? Da. Wir bauen jetzt hier nochmal so einen hin. Habe ich jetzt echt rausgelegt. Einen durch. So, dann können wir das mal kurz eaten. Aber ist doch trotzdem, ist doch einfach echt nicht mehr lustig in dem Sinne, oder? Das können wir doch jetzt mal so echt keiner erzählen. Machen wir mal einen Abgang. Bam. So, sammeln wir mal ein paar Köpfe ein. Ja, und da liegt er noch. 6 Stück noch. Ich verstehe das einfach nicht genau, wie das funktionieren soll. Und jetzt mal die Axt. Ich bin tot. Die hat mich gerade mit einem Schlag gekillt. Ne, ich bin noch nicht tot. Use Leiter. Ja, ne, ich bin tot. Scheiße. Mit einem Schlag. Ja, super. Das Problem ist jetzt hier. Na, guck mal. Geh mal hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rauskommen soll. Darf man überhaupt hier rauskommen? Startet man jetzt immer wieder hier? Ich habe no idea. Lava. Ja, ich bin jetzt tot, oder? Würde ich doch jetzt einfach mal so sagen. Was ist das da? Cheese. Kann man use in Crafting. Kurz mal ein bisschen den Lebensenergie dazu. Bin ich jetzt offiziell tot? Also ich weiß halt, dass bei Peter ich muss einfach mal irgendwie ein bisschen was sehen, aber ich sehe halt gar nichts. Die Höhle blinkt halt immer nur so ganz kurz auf. In welche Richtung müsste ich denn? Ah, super. Oh. Okay, kann man so machen. Da. Ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das noch als Leben gilt. Ja, wir müssen hier rauskommen, ihr Lieben. Ach, guck mal. Die ist ja relativ hell. Ja, so nicht, Schnuckis. Wo rennt der denn jetzt hin? Da guckt er mich jetzt die ganze Zeit. Lol. Was ist jetzt passiert? Nur weil ich diese eine brennende Tussi mit der Axt schlagen wollte. Also fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Ich habe eine nackte, bebrüstete, eingeborene Kannibalin mit einer verbackten Flaregun getötet. Daraufhin backte die rum und war noch am Leben und war am Brennen. Nur um das nochmal für mich Revue passieren zu lassen. Ich dachte mir dann, okay, no problem. Ja, eine machst du locker weg mit vollen Life und fast voller Rüstung. Hau die halt mit meiner Axt. Die fällt halt nicht um. Hau die erst mit dem Bein, weil ich mir einen Spaß draus machen wollte. Ich dachte, mit einem kannst du spielen. Well played, Dennis. Hab die dann halt versucht wegzumachen. Und hat nicht geklappt. Hat die mich getötet. Dann war ich wohl noch nicht ganz tot. Wie ich dann erst kurz drauf festgestellt habe, weil man irgendwie eine zweite Chance hat, so nach dem Motto, hey, du wirst gefangen genommen. Geh in diese Höhle, finde in der Höhle sofort eine Axt, finde in der Höhle eine Flaregun, fühle mich wie der größte Hengst der Erde, kommen drei Kannibalen auf mich zu, töte die mit der Flaregun und die verkackten Kannibalen lassen mich verbrennen, weil die brennen. Das heißt, du spawnst an einem Ort, ohne Leben, ohne Rüstung, mit einer Flaregun und denkst so, okay, jetzt hast du die Chance, da rauszukommen. Drei Kannibalen kommen auf dich zu, du tötest die und du stirbst daran, dass die Leichen brennen. Kann echt nicht wahr sein. Kann sowas von nicht wahr sein. Aber ich würde trotzdem sagen, für den ersten Try, 5 Spieltage gar nicht schlecht, insgesamt 8 Folgen. In einem Versuch, tja, dumm gelaufen, ich hatte eine Hütte und alles drum und dran. Puh. Ärgern tut es mich schon. Schade. War, ganz ehrlich, zurzeit mein Lieblingsprojekt. Ja, jetzt an dieser Stelle dann Fail, muss man sagen. Ihr könnt gerne in den Kommentaren euren Frust ablassen, was für ein Scheißbob ich bin. Und ich kann euch aber zumindest sagen, die Challenge geht weiter. Ich meine, 8 Folgen, ungefähr 20 Minuten, ergo 5 Tage. Wobei Tage zählen nicht. Ich glaube, wir gehen nach Folgen, wa? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall 8 Folgen. Christian ist dran. Christian, Sonntag. 16:30 Uhr, deine Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie geil ihr mich findet. Was für ein Scheiß-Noob ich bin. Adiosa, euer Bram.